Ich habe wirklich so Angst, dass wir nicht schwanger werden können. Good morning und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Ich mache hier nochmal kurz noch mehr Licht an. Es ist halt wieder ein sehr dunkler Tag, wie zuletzt irgendwie jeder Tag. Und es regnet auch wie jeden Tag, außer an Silvester. Silvester war der einzige Tag, wo es nicht geregnet hat. Und deshalb haben die Leute wirklich geknallt und geböllert wie verrückt. Also ich bin ja kein Freund von Knallen, Böllern, Raketen und so war ich tatsächlich auch noch nie. Deswegen dachte ich mir, warum genau an diesem Tag ist kein Regen seit Wochen. Und wirklich ab 3 Uhr oder so hat es wieder angefangen und regnet hier die ganze Zeit durch. Deswegen ein bisschen Pech für mich, ein bisschen Glück für die, die Böllern und so mögen. Aber Sam hat es trotzdem sehr gut verkraftet, ne? War echt in Ordnung mit dem Feuerwerk. Er hat halt mega Angst, wenn es so knallt oder böllert. Aber irgendwie, wenn dieses große Feuerwerk ist und wir alle dann auch zusammen sind und draußen sind, auch als wir hier Besuch hatten, ging es. Es war dann ganz gut, weil ich hatte mir schon sehr doll Sorgen gemacht, wie er das verkraften wird. Aber es hat echt ganz gut geklappt. Ich habe hier jetzt gerade noch meinen Bäcker Frühstück geholt. Phil liegt nämlich noch im Bett und schläft. Und ich werde jetzt das Frühstück hochbringen. Das ist seins, das ist meins. So ein Brötchen mit Frischkäse. Und dann gehen wir gleich nochmal kurz ins Bett. Wir haben nämlich diese Woche noch frei, beziehungsweise haben uns frei genommen, damit wir entspannt in den Januar starten. Ich drehe trotzdem heute nochmal 2 Videos, also ein bisschen gearbeitet wird definitiv. Deswegen bin ich auch ein bisschen früher schon aufgestanden, um Gassi zu gehen im Regen und so. Aber Phil hat die erste Januarwoche noch frei, deswegen habe ich versucht, mir jetzt auch so gut es geht frei zu nehmen. Und die nächsten Tage werde ich auch weniger machen und heute nochmal so Vollgas geben. Na? Hast du gut geschlafen? Ja, so schön kann es sein. Ja, jetzt habe ich wundervoll geschlafen. Sehr schön. Dankeschön. Bitteschön. Frühstück ans Bett ist doch das Schönste. Mhm. Mit Fufu. Und Ei. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, nochmal eine Folge Game of Thrones zu gucken. Wir sind jetzt bei Staffel 5, Folge 4. Ist richtig gut. Man sieht hier zwar gerade gar nichts, aber deswegen filme ich jetzt dich. In meiner Urlaubswoche, Resturlaubswoche, werden wir es, glaube ich, nicht schaffen, alles durchzugucken. Ja, stimmt. Mal gucken. Ab morgen wollen wir ja ein bisschen ruhiger machen. Ich höre hier gerade meine... Oh Mann. Mir fällt mein Handy zuletzt so oft runter, ey. Ein Wunder, dass es noch so heil ist. Wir hatten jetzt ja Game of Thrones geguckt und ich mache mich hier jetzt ein bisschen fertig und drehe gleich Videos, denn ich habe hier gerade so richtig dick Haut und Kindercreme auf den Lippen. Hier sieht man es vielleicht, weil in den letzten Tagen meine Lippen sind irgendwie so kaputt gegangen. Deswegen Haut und Kindercreme hilft mir echt immer ganz gut. Ich habe mir eine neue Kette bestellt. Ich hatte zuletzt so lange überlegt und habe auch bei Bijou Brigitte und so geguckt, ob es vielleicht eine günstigere Kette gibt, die so ähnlich ist. Ich habe aber... Mann, was ist denn heute los? Ich habe aber keine gefunden. Und ich finde die einfach so schön. Den Fokus hier gerade nicht so gut hin. Ich zeige euch gleich mal, wie sie getragen aussieht. Aber so eine richtig schöne, irgendwie schlichte, aber gleichzeitig auch besondere Kette. Ich bin richtig in love. Ich freue mich voll darüber. Hier, und wie der Name schon sagt, bei Guna hatte ich sie bestellt. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, ob es euch auch so geht. Ich bin so ein Werbungsopfer manchmal, was so Instagram-Werbung angeht, wenn die da einen angezeigt wird. Ja, und die wurde mir tatsächlich immer angezeigt. Und hier mal eine kurze Review zu dem Dyson Glätteisen. Das hatte ich mir ja im Sommer oder so gekauft. Ich habe mir gerade auch meine Haare damit gemacht. Also es geht super schnell, es ist super in der Handhabung. Ich finde es wirklich richtig gut. Ist halt sehr schwer vom Gewicht, aber man gewöhnt sich echt dran, weil ich finde, dadurch hat man eine bessere Kontrolle über das Gerät und man kann wirklich schön damit die Haare glätten, locken machen, was auch immer. Also ich bin sehr begeistert, aber seht ihr, mein Akku ist hier schon wieder fast leer und ich habe es jetzt das dritte Mal benutzt. Also das ist wirklich krass, wie schnell der Akku leer geht. Man kann das hier hinten noch anschließen mit Kabel und darüber halt auch aufladen. Aber ich finde halt für den Preis, dafür, dass ich dreimal meine Haare damit machen kann und der Akku dann wirklich komplett leer ist und das ausgeht, finde ich das schon kacke. Weil ich hatte gedacht, okay, für Urlaub ist es halt mega gut, da muss man kein Ladekabel mitnehmen. Aber wobei das Gewicht halt auch sehr schwer ist. Also für einen Urlaub nimmt das schon dann sehr viel Gewicht im Koffer weg. Aber wie gesagt, es ist halt echt doof, dass man nur dreimal damit eigentlich die Haare glätten kann und dann der Akku schon komplett leer ist. Also das finde ich wirklich sehr wenig. Und vor allem für den Preis hätte ich da mehr erwartet. Deswegen, es ist halt mega cool. Man kann damit richtig schön die Haare glätten. Ich habe halt sonst auch immer Probleme mit Glätteisen. Also ich komme wirklich nicht mit allen zurecht, weil ich einfach zu doof manchmal irgendwie für Glätteisen gefühlt bin. Das hier funktioniert super, aber es ist halt echt schon teuer. Und werde jetzt hier
im Hintergrund drehen, habe schon alles aufgebaut und ich hatte die letzten Tage, also jetzt nicht die letzten Tage, da ging es wieder besser, aber so zwischen Weihnachten, oh, nicht wundern, ich habe so dicke Creme gerade auf den Lippen, weil meine Lippen so kaputt sind die letzten Tage und ich da richtig Probleme habe. Ich glaube einfach zum einen wegen der Kälte und zum anderen auch, weil mein Immunsystem so geschwächt ist. Die sind wirklich richtig kaputt gewesen. Das hatte ich, glaube ich, noch nie so doll. Ich muss richtig dick immer Creme drauf machen. Ich hatte nach Weihnachten oder an Weihnachten schon echt so ein Tief und das hatte ich noch nie. Also das war echt extrem. Und das belastet mich jetzt immer noch so voll, weil ich rede jetzt auch offen mit euch darüber. Und ich weiß, also man kann dazu ja auch gar nichts wirklich sagen. Deswegen, ihr müsst dazu auch gar nichts wirklich sagen. Ich wollte euch aber auch auf jeden Fall auch nochmal mit Phil zusammen, der ist gerade beim Sport, über eure ganzen Kommentare in den letzten Videos danken. Also das ist Wahnsinn, wie viel Zeit ihr euch nehmt. Also das ist wirklich richtig, richtig toll. Wir haben ja einmal gesagt, dass zuletzt in Vlogmas ja echt fast nur negative Kommentare kamen und man oft ja nicht kommentiert, wenn einem vielleicht ein Video gefällt oder so, weil man auch gar nicht weiß, was man schreiben soll und uns genügen da auch echt einfach nur ein Herz oder so, dass man so ganz kurz einfach ein nettes Feedback da lässt und das macht ihr zuletzt so krass und da wollten wir wirklich nochmal ein riesengroßes Dankeschön sagen. Also das ist wirklich Wahnsinn, wie viele Kommentare wir zuletzt unter den Videos hatten. Das ist danke, 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 danke. Ja, aber also dazu, ich glaube, was ich jetzt erzähle, ist es eh voll schwierig, immer was zu sagen. Ich werde schon wieder total sensibel, wenn ich darüber rede. Ich komme mir so doof vor, das zu sagen, weil ich hatte das an Weihnachten so krass, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also Weihnachten ist so das Fest der Familie und irgendwie kamen noch einige Nachrichten von Leuten, denen ich folge, die schwanger geworden sind, worüber ich mich so sehr gefreut habe für die Leute. Ich finde, das sind so schöne Nachrichten und dann haben so viele mit ihren Kindern Weihnachten gefeiert. Das klingt so doof, aber vielleicht versteht jemand, der vielleicht auch schon länger einen Kinderwunsch hat, dass es manchmal so schwierig ist. Und deswegen habe ich gerade auch so zuletzt eine Pause von Instagram gemacht, weil es so weh tut irgendwie. Es ist gleichzeitig so schön, das zu sehen. Und es soll jetzt auch irgendwie keinesfalls so rüberkommen, dass ich anderen Leuten das Glück nicht gönne. Und ich freue mich wirklich total. Und genau das ist es aber auch, dass ich mich so sehr freue für die Leute, weil ich mir vorstellen kann, wie schön das ist. Oh! Ich darf nicht weinen, ey, sonst sehe ich gleich in meinem Video voll verheult aus. Sam versucht mich ja aufzumuntern mit seinem Spielzeug. Aber mir ging halt so durch den Kopf, die OP ist jetzt halt schon über einen Monat her und es wird ja so ein halbes Jahr ungefähr gegeben, bis die Endometriose wieder da sein kann und die Wahrscheinlichkeit ist halt auch einfach sehr hoch und dann wird es wieder kritisch. Mir ist dann halt so durch den Kopf gegangen und dann fängt man halt ja an so nachzudenken. Es war halt so ein komisches Gefühl, ich habe mich so krass gefreut, das alles auf Instagram zu sehen. Und dann, als ich angefangen habe nachzudenken, hat mich das so krass traurig gemacht und ich bin richtig in so ein Tief gefallen. Und Phil und ich haben auch darüber geredet. Der hat auch sehr süß reagiert, das muss man wirklich sagen. Er versteht das auch zu 100%. Zu wissen, die OP ist jetzt schon über einen Monat her und ich hatte zu Weihnachten, deswegen, das war dann wahrscheinlich auch der ausschlaggebende Punkt, wieder sehr doll meine Periode bekommen. Und die Periode kam auch später, das ist natürlich auch alles wegen der OP. Ich hatte davor keine fruchtbaren Tage. Ich mache ja immer mal wieder meine Ovulationstest, um das zu überprüfen. Und ich hatte halt keine fruchtbaren Tage, wahrscheinlich auch wegen der OP, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall ging in meinem Kopf so vor sich, es ist schon über einen Monat jetzt vergangen. Wir hatten bis jetzt einfach keine Möglichkeit, überhaupt schwanger zu werden, weil es keine fruchtbaren Tage gab und es hat mir innerlich so Druck plötzlich gemacht. Also ich hatte das davor nie, ich war eigentlich ja immer so eingestellt, so wenn es klappt, dann klappt es, wenn nicht, dann nicht. Aber ich glaube, durch diese ganzen weihnachtlichen Stories mit Kindern und Schwangerschaften und dann kam meine Periode passend zu Weihnachten und da hat es mich irgendwie echt in so ein Loch gezogen, wo ich mir dachte, ich habe wirklich so Angst, dass wir nicht schwanger werden können. Das ist so schwierig. Also das ist echt so ein fieses Gefühl, weil dieser Wunsch echt stark ist. Und ich habe einfach wirklich so Angst, dass es einfach nicht klappt und die Endometriose wieder zurückkommt. Oh Mann, ey. Ich komme mir irgendwie auch so doof vor, weil letztendlich haben wir es erst seit Oktober die Pille abgesetzt, aber ihr kennt die ganze Geschichte so, dass ich ja schon mal das durch hatte und das über 2 Jahre nicht geklappt hat. Auch diese ganzen Nachrichten, die halt Phil bekommen hat, weil natürlich, wenn man sowas teilt, mache ich mich verwundbar, ja klar. Aber halt auch diese Nachrichten, die dann geschrieben werden, halt, ne, von wegen, dass ein Mann das nicht durchmachen muss. Und so richtig
diese gemeinen Nachrichten, das ist wirklich so heftig. Wenn man halt bedenkt, dass das so ein sensibles Thema ist, man fühlt sich halt so schuldig. So, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Und Phil meint auch so, dass es überhaupt kein Grund, sich irgendwie dafür verantwortlich zu machen und dass ich nicht schuld daran bin, aber trotzdem, ich glaube, jeder, der so etwas durchgemacht hat oder was Ähnliches durchmacht, versteht es genau, dass man sich so schuldig fühlt und sich so denkt, das liegt halt an mir, dass wir vielleicht kein Kind bekommen können. Und gleichzeitig denke ich mir, wir werden schon noch ein Kind bekommen und es wird alles gut gehen und ich denke auch positiv. Aber ich habe so eine krasse Angst im Hinterkopf und es hat mich irgendwie so runtergezogen, so an Weihnachten beziehungsweise in der Zeit danach. Und deswegen habe ich auch komplett, wie gesagt, eine Storypause gemacht und habe Abstand gehalten von Instagram, weil mir das manchmal nicht gut tut. Wir denken trotzdem beide positiv. Ich wollte es trotzdem einmal mit euch teilen, weil es etwas ist, was mich zuletzt echt doll beschäftigt hat. Und ich denke, jeder, der auch einen Kinderwunsch hat und der vielleicht was Ähnliches oder vielleicht auch noch was Schlimmeres durchmacht, muss halt dazu sagen, natürlich mit meiner Vorgeschichte, das kommt halt nochmal dazu, aber wir sind jetzt am Anfang. Und es gibt Leute, die das vielleicht auch schon über 2-3 Jahre probieren, die vielleicht auch schon künstliche Befruchtung und so hinter sich hatten und noch etwas viel Schlimmeres durchmachen. Und das ist einfach so ein fieses Gefühl. Damit wollte ich auch einfach nochmal sagen, ja, was ihr gerade durchmacht, ich glaube daran, dass das bei uns funktionieren wird und wir schwanger werden. Und genauso solltet ihr auch daran glauben, auch wenn man manchmal diese Down-Phasen hat, wie ich jetzt gerade, und wo man sich denkt, klappt das überhaupt? Soll es so sein? Oder ist etwas anderes für uns vorgesehen, ne? Nein, es ist nicht. Unser Wunsch wird sich hoffentlich irgendwann erfüllen. Ich glaube, auch wenn man frei hat, macht man sich einfach viel mehr Gedanken, als wenn man arbeitet und die ganze Zeit abgelenkt ist, weil man dann gar nicht so viel Zeit dafür hat, darüber nachzudenken. Und ja, diese Zeit hatte ich zuletzt. Aber ich muss wirklich sagen, also, wenn ihr sowas habt, redet auch mit eurem Partner oder eurer Partnerin darüber. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als das für sich zu behalten und das in sich hineinzufressen. Und Phil hat wirklich auch so süß reagiert. Ich fühle mich seit dem Gespräch auch viel besser. Denke auch wieder viel positiver. Deswegen redet auf jeden Fall darüber. Das ist immer sehr wichtig. So, und jetzt versuche ich zu drehen. Ist jetzt mittlerweile auch schon dunkel. Ich habe fertig gedreht und muss euch kurz was zeigen, was ich euch empfehlen kann. Nämlich, ich drehe das mal so rum, dann seht ihr das besser. Von Dr. Beckmann, den gibt es bei DM, so ein Expressstift. Damit könnt ihr Flecken richtig gut wegmachen. Trägt man hier einfach auf, je nachdem, wo der Fleck war. Ich habe beim Essen gekleckert und ansonsten ist das T-Shirt halt komplett noch sauber. Dann lässt man das einwirken und dann später ist hier kein Fleck mehr drauf. Also das ist mega für alle, vielleicht auch mit kleinen Kindern, die schnell kleckern oder so. Das ist schon eine große Empfehlung. Das kleine Kind ist hier. Stimmt, eigentlich habe ich ihn für dich gekauft. Brauchst du jetzt nicht so hier, ne? Kleine Kinder. Auch für große Kinder. Auch für große Kinder. Unsere Weihnachtsdeko bleibt übrigens ein bisschen länger. Ja. Weil mein Papa noch aus Polen kommt in 1,5 Wochen. Du wolltest ihn auch gerne sehen. Ja. Deswegen bleibt sie hier noch ein bisschen stehen, aber wir mögen sie auch. Und mein Papa wollte halt unbedingt die Weihnachtsdeko sehen und meinte, lass die bitte stehen. Eigentlich hätten wir sie jetzt schon weggeräumt nach Neujahr, aber jetzt bleibt sie hier noch ein bisschen, bis mein Papa kommt. Und sie ist ja auch echt schön. Und ich mache hier gerade noch die Raclette-Reste fertig. Ach, die Raclette-Reste. Ich habe jetzt alles von gestern. Ah. Den fertigen Fisch, den wir nicht mehr geschafft haben, die restlichen Zucchini und die Kartoffeln hier reingeschmissen. Ich schalte das jetzt einfach mal für 8 Minuten an. Guck mal, was passiert. Ja, guck mal, was passiert. Dieses Wetter ist so nervig. Wir haben nicht damit gerechnet. Und haben keinen Regenschirm mitgenommen. Wir gehen jetzt gleich kurz Lebensmittel einkaufen, was man so am 2.1. macht, ne? Und Leute, was ich hasse wie die Pest, sind Hoodies, die für Kleinköpfige geschnitten sind. Guck mal, ich sehe aus wie eine Oma mit einem Tuch. Du siehst aber gut aus. Ja, das sagt sie immer, um zu klein. Ja, es ist ja auch so. Aber was ich mir wünsche, 2024 besseres Wetter in Hamburg. Da müssen wir, glaube ich, auswandern. Oh, das wäre voll cool. Schönste Hochzeit, gutes Wetter. Das wäre richtig gut. Ja, das wird so passieren. 2024 ist ja unser Hochzeitsjahr. Wollen wir rüber? Ich glaube auch. Good morning! Phil ist hier schon am Schnee kratzen. Es hat hier richtig geschneit, was sehr schön ist. Wir lieben ja Schnee. Und ich habe uns hier gerade noch ein Coffee to go gemacht.
Und Giflet, das ist auch so cool, die sind von Burger, die Becher. Die hatte ich ja mal bestellt, letzten Sommer oder so. Und die sind echt so schön und praktisch. Halten halt auch richtig lange warm, die Getränke. Und richtig süß. Eben gerade hat eine Zuschauerin hier extra mit dem Auto gehalten, als sie mich gesehen hatte. Und ich wollte nochmal ganz liebe Grüße sagen, wenn du das siehst. Das hat mich wirklich sehr gefreut, weil es so süß war, euch halt auch so in echt zu treffen. Und wir fahren jetzt. Oh. Schön den Kopf gestoßen. Oh. An den Ehendorfer See mit Sam. Weil es so schön ist. Ist schön oder schön? Ich höre dazu gar nichts. Wir sind hier gerade beim Ehendorfer See angekommen. Boah, Leute, ist das matschig. Oh, shit, ey. Guckt euch das mal an. Ich habe echt das perfekte Schuhwerk natürlich mal wieder ausgewählt. Cindy und Sam sind schon ein bisschen vorgelaufen. Oh, scheiße. Ah, da liegt ja schon ein Häufchen, sehe ich da hinten. Und Cindy sammelt hier fleißig auf. Aber wie gesagt, Ehendorfer See ist für uns echt immer so die liebste Wahl. Stadtpark ist es immer so voll und hier ist es schön leer. Es sind viele Hunde unterwegs, die meistens gut drauf sind. Und Cindy mit ihren Noise-Canceling-Kopfhörern. Die Alraunen, ich muss mich vor den Alraunen schützen. Man kennt ihn. Ich dachte gerade so, was kann mir für Typen, die so erzählen, dass man hier mit Hunden spazieren geht und so. Drehe mich so langsam so um, denkst du, wer ist das? Ja. Und dann machst du das, ich höre nicht so gut von meinen Alraunen. Cindy kennt meine Stimme noch nicht so gut. Guten Morgen, meine Lieben. Heute ist wieder ein richtig schöner Tag, es liegt immer noch Schnee draußen. Es ist echt schön, ich habe das Gefühl, wir wohnen hier im Winter Wonderland. Sieht ein bisschen aus wie im Harz hier gefühlt. Meine Eltern kommen gleich zu Besuch. Ich glaube, wir haben knapp noch eine Stunde Zeit, wir sind hier gerade in den Vorbereitungen. Die Teller stehen auch schon bereit. Heute gibt es lecker Süppchen, Lachs, Kartoffeln und Möhren. Die hat Cindy ja auch zu Weihnachten gemacht, die Möhren. Ich muss ehrlich sagen, ich mag Möhren nicht so gerne. Aber die Kartoffeln sind umso mehr meins. Und meine Eltern feiern das richtig. Sam macht natürlich wieder einen entspannten und hilft natürlich auch fleißig mit zu putzen. Das ist auf jeden Fall Sams Fachbereich. Für die Kartoffeln haben wir jetzt hier Olivenöl reingepackt. Ein bisschen was von dem Aioli-Pfeffersalz. Knoblauchpfeffer. Ein ganz wichtigen Bratkartoffelgewürzmix, der passt am geilsten dazu. Zucchinis werden schon geschnitten, Kartoffeln auch. Ich glaube, das Rezept hatten wir ja schon mal gezeigt, ne? Von der Suppe? Nee, aus dem Internet. Aber es kommt einfach nur eine große Zwiebel rein. Dann habe ich noch eine Knoblauchzehe reingepresst, drei Zucchinis, jetzt so ein paar Kartoffeln hier mit rein. Dann das alles aufgießen, dass das nicht ganz bedeckt ist mit Gemüsebrühe. Dann kommt nochmal später, wenn das so 20 Minuten ungefähr gekocht hat, und danach püriert es, also danach müsst ihr das einmal pürieren, noch einmal Sahne dazu. Und dann ist die Suppe eigentlich auch schon fertig. Natürlich mit Gewürzen so ein bisschen abschmecken, aber das ist super easy. Ja, und danach belieben, ne, was man gerne mag. Irgendwas mit Knoblauch ist immer gut. Ja, ist echt so. Zum Lachs brauche ich euch eigentlich viel sagen. Der wird einfach noch ein bisschen mit Öl eingerieben, da kommt ein bisschen Knoblauch drauf und dann wieder in die Heißluftfritteuse für 10-12 Minuten. Und dann schmeckt er auch. Ich trinke übrigens jeden Morgen hier ein Tee davon, beziehungsweise auch abends, also je nachdem, wann ich es schaffe, aber eine Tasse pro Tag. Phil hat sich auch nochmal die Rezension hiervon durchgelesen, die sind echt so gut, also hier sind so verschiedene Kräuter drin. Ich verlinke euch das gerne mal in der Infobox, hatte ich bei Amazon bestellt. Der ist von Hebammen entwickelt und warum nicht, ne? Ich trinke eh gerne Tee und dann kann man sowas ja unterstützen mit dazu nehmen. Vielleicht hilft es, vielleicht auch nicht, aber wie gesagt, die Bewertungen waren schon echt sehr krass. Also normalerweise ist es ja immer so ein Hin und Her, aber da waren die Bewertungen wirklich super gut. Da ist es die Sauce Hollandaise. Und das ist der Tee. Das ist der Tee. Verkaufen wir jetzt als Tee. Und einmal Kartoffeln aus dem Ofen. Karotten. So wie Jenga, aber ja, mit Tierresten. Und Lachs, den haben wir in dem Gerät wieder gemacht. Oh nein, der eine Lachs ist ja auseinandergefallen, sehe ich gerade. Wir sind jetzt gerade in der Hamburger Meile angekommen. Wir gehen gleich noch mal bowlen. Jetzt wollten wir so noch ein bisschen Regen anschauen mit meinen Eltern. Und so, was es so Schönes gibt. Später werde ich natürlich das Bowling gewinnen. Damit wir das Bowling gewinnen. Das sehen wir dann. Wir haben hier gerade so Untersetzer gefunden für den Tisch. Ja genau. Die sind so durchsichtig hier im Depot-Outlet.
Die sehen richtig geil. Ja, man kann hier, ne? Die sind ja durchsichtig. Natürlich können die Krümel da durchfallen, aber es sieht zumindest schön aus. Und wir haben untersetzt. Und man zerkratzt den Tisch, ne? Ja. Ja, wir nehmen die goldene mit. Wir sind in Vorbereitung. Gleich geht's los an die Bahn. Ich muss hier schon mal eine Kugel aussuchen. Ich habe auch schon geschaut, welche man nehmen soll, bei welchem Körpergewicht. Ich glaube, ich brauche eine schwere Kugel, Leute. Sonst wird das nichts. Die Lage ist sehr positiv für mich. Ja, aber das ist voll dein gutes Lied. Ich habe gestern noch ein paar TikTok-Tutorials geschaut. So sieht die Bilanz aus. Also ich kann nicht klagen, ich bin ganz unten. Lässt sich leben. So, Phils letzter Schlag hier. Und? Oha, hast du echt noch? Der stand doch gar nicht. Oha! Aber du könntest mich noch überholen. Das sind die alles gekauft. Du könntest mich noch überholen. Bisher sieht es ganz gut aus für mich, ne? Oh. Man macht ja auch immer seine fiesen Tricks so. Oh. Oha! Ich hab gewonnen! Warte, ich brauch einen Beweis. Na, wie ist die Endbilanz so? Hm? Ich hab 2 Spiele gewonnen und du hast 2 Spiele gewonnen. Ich rede von der Endbilanz, die Gesamtpunktzahl. Da hast du 10 Punkte mehr. Kann ich hier einen Screenshot schicken? Können wir das mal einblenden? Hattest du mal 10 Punkte? Ich glaube sogar mehr. Nee. Ich hatte 444 Punkte am Ende. Ja, ich hatte 427. Also 13. Gut. Mama ist auch glücklich. Sie ist richtig ins Game gekommen. Papa hat aus Mitleid uns alle gewinnen lassen. Ja, das ist ja. Das aber wir freuen uns. Wir haben gespielt hier am wenigsten. Ja. Aber wir haben gesagt, wir haben wenn die gewinnen, dann haben wir gesagt, dürfen wir nicht wiederkommen. Deswegen, die wussten es von ja, wir müssen verlieren. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Und natürlich, dass ich beim Bowling gewonnen habe. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. In dem Sinne, bis bald.